Moinsen, Freunde der Sonne. Da sind wir mal wieder für eine Review und ich freue mich darauf, dass wir endlich nach sehr viel Verzug die beiden Geräte testen können. Moser R12 und das KS Wheel, auch von Moser. Kleiner Disclaimer am Anfang, mir wurde das Wheel als auch die Wheelbase zur Verfügung gestellt, hat aber keinen Einfluss auf meine Ansicht oder meine Ausführungen in diesem Video, denn es gab keinerlei Auflagen. An dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank und wir gehen rein in die Review. Vorweg, lasst uns mal ganz kurz über den Preis reden. Das ist ja doch sehr relevant für einige Menschen, weswegen wir das gleich am Anfang aus dem Weg räumen. Die Moser R12 kommt aktuell bei Resellern im europäischen Raum für 650 Euro weg und das KS Wheel kommt so um die 309 Euro weg. Alles mit Steuern inklusive. Falls ihr da draußen irgendwo anders ein paar Preise findet, die können ein bisschen abweichen von Reseller zu Reseller. An der Stelle möchte ich euch darauf hinweisen, dass ihr auch das R12, also die R12, als auch das KS Wheel in einem Bundle kaufen könnt. Das beläuft sich meistens so zwischen 930 bis 950 Euro, wenn es verfügbar ist. Momentan ist es wirklich vergriffen, sehr viel vergriffen. Und ich kann mir auch vorstellen, warum das vergriffen ist. Denn die Kombination für den Preis ist vorweg gesagt schon ein richtiger Banger. Aber klären wir erstmal die grundlegenden Dinge, bevor wir uns ans Fahren machen, an die Software und das Feedback. Wenn wir über die Konnektivität sprechen bei Moser, ist das pretty much straightforward. Wir haben hinten dran den Hub, also den integrierten Hub in den Wheelbases, wo wir, wie auch bei der R5 beispielsweise, alles anschließen können. Sowas wie Pedale, Dashes und was es nicht alles noch gibt, wie der Shifter, die Handbremse. Wir können hinten alles anbauen. Wir sind immer noch mit RJ-Steckern unterwegs. Das heißt, bei Moser gibt es leider keinen USB-C-Hub. Das heißt, dass wir wieder etwas spezielle Kabel brauchen dafür. Was ich per se nicht schlimm finde, würde mich aber freuen, wenn es in der Zukunft eventuell die Möglichkeit geben würde, in den nächsten Versionen, dass wir auf USB-C umsteigen, denn fast jeder hat ein USB-C-Kabel zu Hause. Wenn wir jetzt mal von dem Lenkrad sprechen und dem Quick Release von Moser, also ich weiß nicht, wo die hergekommen sind. Sie sind ja irgendwann einfach mal aufgetaucht, aber das ist wirklich sehr durchdacht. Wenn ihr euch das jetzt hier mal anseht, wie das Wheel mit einer Hand abmachbar ist und wieder ranmachbar ist, ist das für mich wirklich eine absolute Wonne. Und daran bewegt sich gar nichts. Da ist kein Flex dran, da rödelt nichts, da klackert nichts. Das geht ab, das geht ran und fertig ist. Und die Wheels sind auch sofort erkannt. Also das KS Wheel hatte ich überhaupt gar keine Probleme. Ich habe das 5, 6, 7, 8 Mal hintereinander gemacht. Das lief reibungslos und hat im Laufe der Zeit auch überhaupt kein einziges Problem dargestellt, das Wheel so häufig zu lösen oder zu wechseln. Wenn wir uns bei der Wheelbase mal das Mounting ansehen, sind wir da sehr eingeschränkt. Was per se erstmal nicht so schlimm ist, aber das solltet ihr, falls ihr euch diese Wheelbase kauft, in Betracht ziehen, dass ihr diese Wheelbase nur von unten mounten könnt. Ihr bekommt alles, was ihr braucht zum Mounten mit der Wheelbase dazu, also vier Schrauben plus auch Unterlegscheiben. Aber ihr müsst halt darauf achten, dass euer Wheeldeck von unten mountbar ist und dass es kompatibel ist. Ansonsten müsst ihr nämlich anfangen zu bohren. Und ich persönlich bin immer nicht so ein Freund von Bohren, weil das dauert bei Metall oder metallischen Gerätschaften ein bisschen länger. Ich habe jetzt bei mir hier extra ein Wheeldeck gekauft von Track Racer, was dafür kompatibel war, hatte überhaupt gar keine Probleme, viel Schrauben reingedreht, lief wunderbar. An der Stelle möchte ich euch noch darauf aufmerksam machen, dass ihr bei der Schraubenlänge etwas darauf achten müsstet, wie dick euer Wheeldeck ist, weil bei mir war es so, dass meine Schrauben leider etwas zu lang waren und ich die nicht komplett reingedreht gekriegt habe und es fehlten so ungefähr zwei Fingernagel dick, fehlte ein bisschen, um reinzugehen, damit es fest ist. Habe ich gelöst, indem ich mehr Unterlegscheiben drunter gemacht habe und dann war das für mich gegessen. Aber ich weiß, dass nicht jeder von euch da zu Hause so viele Unterlegscheiben hat wie meine Wenigkeit. Also falls ihr an dieses Problem stoßen solltet, Unterlegscheiben regeln das. Wenn wir generell einfach mal die Qualität der beiden Geräte uns angucken, muss ich wirklich sagen, hat Moser mich wieder mal begeistert. Also ich bin das R5 Bundle, das Einsteiger Bundle schon mal gefahren und habe es zur Review hier gehabt. Und jetzt das R12. Die Wheelbase ist wirklich durchweg robust. Also du hast nicht das Gefühl, dass du irgendwie, ja ich sag mal, Schrott in der Hand hast, sondern du hast wirklich was Wertiges, was du anfährst. Selbst die Plastelemente auf der Rückseite fühlen sich sehr, sehr wertig an. Und overall hast du wirklich einen schönen, schweren Klotz in der Hand, wo du weißt, oh, boah, ist was drin.
Und das kann auch was. Und das habe ich auch im Laufe der Zeit jetzt rausgefunden, nachdem ich so meine 20 Stunden mit der Wheelbase gefahren bin und in jeglichen Simulationen damit unterwegs war. Muss ich wirklich gestehen, dass 12 Newtonmeter für den, sage ich mal, mittleren Sektor bzw. Einstiegssektor sehr viel Kraft ist. Und da wirklich sehr schönes Force-Feedback geliefert wird, wozu wir gleich nochmal kommen, wenn wir uns die Software angucken und das Testfahren. Bei dem KS-Wheel würde ich aktuell wirklich so weit gehen und sagen, von der großen Firma und nicht von, ich sag mal, Third-Party-Firmen, die nachbauen oder kleinere Buden, die so 3D-gedruckte Lenkräder bauen, muss ich sagen, ist das für den Preis ein absoluter Banger. Also das ist für 300 Euro wirklich das beste Wheel, was ich bis dato in der Hand hatte. Das hat mich so vom Hocker gehauen, dass ich sagen würde, wenn ihr Adapter haben solltet oder das irgendwie adaptieren möchtet, um das an einer anderen Wheelbase zu fahren, dann solltet ihr das tun. Es gibt zwei Sachen an dem Wheel, die mir persönlich nicht so zusagen. Und zwar ist das einmal die Schaltwippen. Die sind sehr schön leise, die haben auch einen angenehmen Druckpunkt, aber sie könnten ein bisschen strammer sein. Also es ist doch schon wirklich sehr leicht, diese auszulösen. Und dann gibt es noch das Problem mit der Farbe der Knöpfe, die zu belegen sind. Und das möchte ich dir jetzt in der Software mal zeigen, was das für ein Problem ist für mich persönlich. Kommen wir mal zu der Software. Moser Pithouse, was will man sagen? Installiere. Fahre hoch, er fragt dich, ob er alle Firmware-Updates machen soll und dann begrüßt dich Moser mit diesem Screen. Ich würde dir empfehlen, alle Updates zu machen. Es funktionierte reibungslos, hatte ich wirklich gar keine Probleme. Falls er dir das nicht vorschlägt, kannst du hier hinten schauen, an der Stelle, ob sie dir noch was vorschlagen. Also hier an der Stelle kannst du gucken, ob du irgendwas updaten kannst und kannst das dann einfach durchlaufen lassen. Der Bildschirm sagt dir auch alles, was du machen sollst und dann ist das wirklich gar kein Problem. Beim Wheel kannst du einige Sachen einstellen, wie zum Beispiel die Kupplung, die hinten dran ist, wo halt der Punkt sein soll, wann das Ding greift oder ob du die separat einstellen möchtest. Du kannst auch deine Reflights hier an der Stelle noch einstellen. Das würde ich mir sehr wünschen, wenn wir das in SimHub machen können, weil die Autos haben ja alle unterschiedliche Reflights. Also die schalten sich ja an unterschiedlichen Stellen und das jedes Mal hier umstellen wäre für mich persönlich ein No-Go. Man kann hier natürlich Presets machen, aber das ist ja auch nicht so schön. Und in SimHub haben wir das ja für jedes Auto, die Möglichkeit, das zu speichern. Also es wäre wirklich ganz, ganz toll, Moser, falls wir in der Zukunft SimHub-Integration haben könnten. Das wäre Weltklasse. Dann könnte man nämlich auch sowas umgehen, wie zum Beispiel dieser Kritikpunkt, den ich habe. Wir müssen jetzt hier den Shifter drücken, die Pedals unten drücken für die Clutch und die Daumenzeiger in der Mitte machen, damit hier in der Mitte alles gelb leuchtet, dass wir dann die Farben der Knöpfe ändern können. Also wie ihr seht, kann ich jetzt hier alle Farben an den Knöpfen kann ich ändern und das durchdrücken. Aber ich habe leider nicht die Möglichkeit, das hier in dem Treiber zu machen oder in der Software zu machen. Und das wäre wirklich klasse, Moser, wenn wir das machen könnten, weil ich möchte nicht jedes Mal diese Knöpfe drücken, um das hier zu machen. Zumal wir das ja auch für jedes Auto separat einstellen könnten und das wäre cool, wenn das gehen würde. Ich habe aus dunklen Ecken irgendwie mal erfahren, dass das wohl geplant sein soll, aber genaueres weiß ich da nicht. Ich hoffe, das wird kommen, denn das würde das ganze Ding hier nochmal auf ein ganz anderes Level heben. Bei der Wheelbase gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Man kennt es von anderen Wheelbases, die Einstellungsmöglichkeiten sind sehr umfassend und ich finde persönlich auch sehr ausreichend. Wir können hier wieder die Gradzahl einstellen, also wie viel sich unser Wheel bewegen soll. Ich habe überall 900 Grad eingestellt. Die Stärke des Force Feedbacks können wir machen, Maximum Wheel Speed etc. pp. Und alles ist anhand dieser runden grauen Kreise erklärt, wie wir oder was für einen Effekt das Ganze haben kann. Ich habe das jetzt hier für ACC mal eingestellt an der Stelle. Das sind meine Einstellungen, die ich sowohl in den Basic Settings als auch in den Advanced Settings hatte. Ich hatte Inertia ein bisschen hochgedreht, Rear Friction ein bisschen runter und Speed Dependent Damping hatte ich auch ein bisschen runtergedreht. Der Rest ist relativ Standard und das fühlte sich auch relativ gut an. Ich habe hier an der Stelle keinen Equalizer drin. Und ich habe auch keine Base FFB Curve eingestellt. Und jetzt habe ich eine kleine Sache, die ich noch bemängeln möchte. Ich wollte mir eigentlich ein Preset erstellen für iRacing als auch für ACC. Nur leider, wenn ich darauf gehe,
kann ich das nicht speichern. Und ich weiß leider nicht, warum. Also falls ihr mir da draußen vielleicht mal einen Tipp geben könntet, warum oder wie ich das beheben kann, aber ich habe keine Möglichkeit, diese Presets zu saven. Mein einziger Punkt, den ich gefunden habe, ist, dass wenn ich in Ordner gehe, wenn ich was laden möchte, dass hier einfach kein Ordner drin ist für die R12. Vielleicht ist die Mosa-Software noch nicht so weit, dass das funktioniert. Oder ich habe irgendwas an der Stelle falsch gemacht, aber ich finde leider auch keine Lösung dafür. Also falls du eine Idee hast, warum ich aktuell keine Presets speichern kann, dann schreib das gerne mal in die Kommentare, falls das Problem noch jemand anderes haben sollte und dann kann er das beheben. Mehr kann man zu der Software gar nicht sagen. Das ist viel Rumgefiddel für dich, wie du es gerne haben möchtest. Vielleicht möchtest du dir hier die Settings kopieren und übernehmen. Ich finde sie sehr, sehr gut und sie funktionieren in iRacing als auch ACC sehr gut. Bei iRacing könnte man noch ein bisschen mehr drehen, da ich die meiste Zeit in ACC reingesteckt habe, aber es ist overall sehr, sehr angenehm. Und ich würde mit diesen Worten mal in ACC reinhüpfen und dann gehen wir da mal eine Runde fahren. Nachdem wir uns jetzt die Software angeguckt haben, würde ich sagen, fahren wir das Ganze mal Probe. Und ich habe mir da was überlegt, damit das fair ist gegenüber allen Wheelbases, die wir testen und die vielleicht in der Zukunft kommen. Und auch Wheels werden wir jetzt immer dasselbe Auto fahren und immer dieselbe Strecke in zwei Simulationen. Wir fahren jetzt gemeinsam auf Spa in ACC mit dem Mercedes und dann werden wir das Ganze nochmal in iRacing fahren, auch mit dem Mercedes, auf Spa. Lasst uns Test fahren. Wir befinden uns in ACC mit dem Mercedes auf Spa. Meine Lieblingsstrecke. Man kennt's. Wir fahren raus. Schauen wir mal, was wir so geboten kriegen. Raus mit dem Pitlimiter und rauf auf die Strecke. Oh, hier müssen wir ein bisschen vorsichtiger. Ja, wir sehen schon, hier gibt es gut Force Feedback. Da oben ist ja beim Ausgang sehr viele Unebenheiten. Die hat man auch jetzt gleich gemerkt. Also ich merke da jetzt nicht wirklich einen großen Unterschied zu anderen Wheelbases mit ein bisschen mehr Bums. Also da hat es schon gut geruckelt und gerubbelt in der Wheelbase bzw. im Lenkrad. Da müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Der dritte Gang ist vielleicht ein bisschen viel. Wir fahren mal ein bisschen ruhiger hier an der Stelle. Aber was wir gleich merken, sind schön die Straßeneffekte. Wir merken die Curbs sehr schön. Hier sieht man auch, das Auto geht zwischendurch in solche, ja, wie soll ich sagen, solche Löcher in der Straße und das sieht man auch sofort im Force Feedback. Da war das Auto lose hinten, das hat man auch sofort gemerkt an der Stelle. Hier haben wir auch sehr schön den Druck drin, also man merkt auch, dass das Auto schön nach außen gezogen wird. Also man muss hier richtig schön arbeiten in der Wheelbase und das ist auch sehr knackiges Force Feedback. Für euch jetzt, wir haben in ACC selber 70% Force Feedback eingestellt. Mehr geht leider nicht, weil sonst kommen wir ins Klippen rein. Was aber trotzdem immer noch eine Menge ist. Also wir werden jetzt wahrscheinlich so um die 9 bis 10 Newtonmeter haben. Und man muss hier schon wirklich, man muss hier wirklich schon gut ackern. Was ich persönlich sehr toll finde, ist, dass wenn wir hier übers Curb fahren, dass die Vibration sehr ausreichend sind, also was heißt sehr ausreichend, die sind wirklich sehr, sehr gut und sehr hoch, dass wir das alles sehr spüren. Ich lege da aber persönlich sehr viel Wert drauf, dass ich sowas spüren kann in der Wheelbase und auch die Vibration übergehen ins Rig an der Stelle und das passiert hier sehr, sehr gut. So, mal noch einmal Eau Rouge fahren hier an der Stelle, weil bei Eau Rouge ist mir eine Sache aufgefallen, die ich persönlich nicht so gut finde und das ist auch das Einzige, was mich persönlich ein bisschen stört am Force Feedback. Aber ich vermute, dass man, oh hier hat man schön das ABS gespürt in der Wheelbase, sehr gut. Und zwar haben wir nämlich hier folgendes Problem in der Eau Rouge und das ist mir bis dato auch nur in dieser Kurve eingefallen oder aufgefallen. Wir haben hier so ein bisschen gehende Leere. Also hier ist irgendwann nichts und das ist sehr, sehr eigenartig. Wenn du jetzt unten reinfährst und dann hoch zu Radeon, hast du irgendwann so ein bisschen, verlässt sich der Widerstand in dem Lenkrad drin. Aber das ist auch nur in dieser einen Kurve so. Also auf keiner anderen Strecke konnte ich das reproduzieren. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das so eine hohe Geschwindigkeitskurve ist, aber vielleicht kann man, ich habe das im Treiber ein bisschen weggekriegt. Vielleicht kriegt man das auch komplett weg, aber ich habe leider nicht gefunden, mit welchen Settings wir das wegmachen können, ohne dass was anderes darunter leidet. Also vielleicht hast du eine Idee da draußen, wenn du schon ein erfahrener Mosa-Nutzer bist, was wir da machen können, um den Leuten, die eventuell das gleiche Problem haben, die das stört, wegkriegen könnten. Aber ansonsten
kann man hier wirklich sagen, dass es an nichts fehlt. Also wir haben wirklich ein sehr, sehr schönes, geschmeidiges Force Feedback. Du merkst, wenn vorne die Vorderachse flöten geht, du merkst die Hinterachse, wie sie flöten geht. Und du hast halt auch dein ABS, merkst du, wenn das reinkickt, das CC, logischerweise merkt man nicht. Aber hier zum Beispiel, wir sind jetzt über die Vorderachse gerutscht, das hat man gemerkt, das Lenkrad wird sehr weich und ein bisschen lose, wir sind ein bisschen weit rausgekommen. Du merkst halt auch super, wenn du auf den Astros drauf bist, also auf den Curbs raus, auf dem Grün hier, dass das sehr ruhig wird an der Stelle. Also ich würde sagen, vom Force Feedback her, man muss ackern, also ihr merkt das ja auch, ich fahre ja wirklich vollen Dunst immer. Du hast gut zu tun und das holt mich ab. Also für 649 Euro bietet mir das ganze Ding hier unglaublich viel Spaß. Und das hätte ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, mit meinen Erwartungen, die ich so an die Wheelbase hatte, hätte ich das ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das so ein Spaßbringer ist, das Ding. Und mit diesen Worten würde ich jetzt einfach mal rüberhüppen zu iRacing und wir gucken mal, wie sich der Mercedes dort fährt. Willkommen in iRacing. Wir drehen jetzt erstmal eine Runde mit Mercedes auf Spa. Selbe Bedingung, selbe Spielchen. iRacing ist ja vom Force Feedback her doch noch ein bisschen anders als ACC an der Stelle. So, mal gucken, was uns hier jetzt abholt. Aber man merkt auch gleich, hier merkst du alle Straßeneffekte. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Die sind in iRacing generell nicht so hart wie in ACC. Aber auch hier merkst du wieder schön die Curbs. Das ist sehr cool. Sie ist ein bisschen direkter, aber das hat einfach mit der SIM zu tun. Uns fehlt jetzt nicht großartig irgendwas. Wir haben hier auch ordentlich Saft drin. Also man muss schon wirklich ackern, damit man hier rumkommt. Ich war natürlich wieder wie der letzte Mensch heute, aber das ist ja nichts Neues. Hier geht es ja nicht um Bestzeiten. Auch hier merkst du sehr schön die Curbs vibrieren, nicht so heftig, aber das liegt auch einfach, wie gesagt, nur an dem Unterschied vom Force Feedback von ACC zu iRacing an der Stelle. Ich habe hier keine besonderen Software-Sachen noch installiert, also wir sind standardmäßig in iRacing unterwegs. Ui. Was wir merken, ist auf jeden Fall auch der Widerstand. Wir merken auch, wenn das Auto flöten geht, das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Wundert euch bitte nicht, dass die Bremse zwischendurch lose an ist. Ich habe einen Bleifuß und ich habe die Deadzone vorhin rausgemacht, um einfach mal mir beizubringen, dass ich mit dem Fuß von der Bremse runtergehe. Zum Wheel selber, währenddessen wir jetzt hier gerade fahren, kann man auch das Feedback geben, dass bei mir beispielsweise mit großen Händen, die ich jetzt habe, nicht das Problem entsteht, dass das irgendwie zu klein sein sollte. Das war irgendwie so ein bisschen mein Bedenken am Anfang, dass die Hände ein bisschen zu groß sind für das Wheel, weil es doch ein bisschen kleiner ist. Aber die liegen hier wirklich super gut drin. Und ich sage einfach, so wie es ist, das Wheel selber an sich ist für den Preis ein absoluter Banger. Bis auf, wie gesagt, die ein, zwei Kleinigkeiten, aber darüber kann man auch hinwegsehen. Und fährt sich unglaublich schön. Zum Force Feedback selber in iRacing. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwas vermissen würde im Gegensatz zu meiner großen Wheelbase, die ich sonst normal fahren würde. Ich spüre alles. Ich merke das Feedback vom Auto, wenn es vorne wegrutscht, wenn es hinten wegrutscht. Ich merke die Curves, wenn ich darauf fahre. Also gefühlt technisch holt mich das komplett ab und das kostet halt auch einfach nur die Hälfte an der Stelle. Es hat vom Detailgrad her ist es sehr, sehr gut. Es fehlen so ein, zwei Kleinigkeiten, die ich jetzt mal im Vergleich spüren würde, wie zum Beispiel gewisse Straßenunebenheiten, die spürst du mit einer größeren Wheelbase doch ein bisschen mehr, die auf ein bisschen höhere Abtastrate haben. Aber ich sag mal so, wenn man auf dem Budget unterwegs ist und nicht unbedingt 1400 Euro ausgeben möchte für eine Wheelbase, ist das hier einfach absolut großartig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hatte ganz andere Erwartungen an diese Gerätschaft hier und die wurden völlig übertroffen. Und ich muss an der Stelle meine Erwartungen, die ich hatte, oder meine Vorurteile, sage ich mal, komplett beiseite räumen. Denn ich hatte wirklich immer Angst am Anfang, dass mich so eine Wheelbase mit weniger Kraft nicht wirklich abholen würde. Aber ich sag mal so, ich könnte mir das hier auch als Daily Driver vorstellen. Und mir würde an der Stelle wirklich nichts fehlen. Also Chapeau an Moser an der Stelle für dieses wunderschöne Stück Hardware, was du uns geliefert hast im mittleren Preissegment.
Also 12 Newtonmeter, sage ich jetzt mal, für mich persönlich ist ein sehr, sehr guter Mittelpunkt und auch Einstiegspunkt, den man verfolgen kann an der Stelle. Denn man muss nicht immer 25 oder 20 Newtonmeter aufwärts fahren. Mose hat es mit einer R12 wirklich gut hingekriegt, zu sagen, hey Leute, wir haben hier was für euch für 650 Euro. Und das macht eigentlich im Grunde genommen genau dasselbe. Und in iRacing als auch ACC ist es nicht enttäuschend. Und damit kommen wir zum Fazit, zu meinem Feedback und zu meinem Schlusswort. Also Leute, overall, wenn wir jetzt mal zum Fazit kommen, Moser hat mich wirklich bis dato aktuell am meisten vom Hocker gehauen. Ich hatte noch nicht die Möglichkeit, alle Wheelbases in der Price Range zu testen, aber Moser, muss ich ganz ehrlich sagen, Chapeau, die sind gefühlt aus nichts gekommen und haben richtig abgeliefert. Es gibt so Kleinigkeiten, die man bemängeln könnte. Sowas wie zum Beispiel die Shifter oder das Belegen der Knopffarben, dass das nicht in der Software funktioniert. Oder dass man aktuell in der Software keine Profile exportieren kann und sie komischerweise nicht speichern kann. Bei mir ist es wohl einfach nur das Problem bei der R12. Alle anderen, wie ihr ja gesehen habt, sind vorhanden. Aber ist das jetzt ein Dealbreaker? Für mich persönlich nicht. Das sind wirklich Kleinigkeiten und Jammern auf einem hohen Niveau. Ist das für 960 Euro, wenn wir jetzt beides zusammen kaufen, ein Preishit? Ich finde schon. Das Force Feedback ist wirklich sehr, sehr gut. Es fühlt sich sehr gut an. Die Filter, die alle dort drin sind, sind sehr, sehr angenehm. Man spürt alles, was man spüren soll. Und das auch nicht überpräsent, sondern sehr angenehm in der Hand. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, holt mich ab. Denn zu meiner Zeit, als ich angefangen habe mit Simracing, gab es gefühlt drei Hersteller und da gab es entweder Low Budget oder volle Kanone rein. Und das ist ein unglaublich schöner Mittelweg mit einer Moser R12. Ich hätte beim besten Willen nicht erwartet, dass diese Wheelbase so viel Force Feedback raushaut an dich, dass du das Gefühl hast, du fährst so eine große Wheelbase. Und ich hätte auch beim besten Willen nicht erwartet, dass mir das Force Feedback so gut wiedergegeben wird. Ist es also an der Stelle eine Kaufempfehlung? Für den Preis auf jeden Fall. Das Wheel definitiv, wenn du persönlich nach einem Budget-Wheel suchst, Budget in Anführungsstrichen, weil im Vergleich zu anderen ist das schon sehr günstig, ist das ein sehr großer Hit. Ist die R12 ein Hit? Auf jeden Fall. Wenn du ein bisschen angestrengter fahren willst, gehst du rein. Also an der Stelle, Moser, sehr, sehr schönes Produkt. Ich hoffe, dass die Kleinigkeiten, die angebracht wurden, in der Zukunft vielleicht behoben werden und da ein, zwei Kleinigkeiten noch dran gemacht werden, damit unsere Experience als User noch ein bisschen besser wird. Vielen Dank, dass du dir das Video angeguckt hast. Lass mich doch mal wissen, ob du vielleicht schon eine andere Moser Wheelbase fährst. R5, R9. Ob du das Wheel schon mal in der Hand hattest oder ob du generell Interesse hast an dem Wheel. Ich wünsche dir einen unglaublich schönen Tag. Vielen Dank, dass du dir das Video angesehen hast. Schreib mir einen Kommentar, hau einen Daumen rauf, hoch, runter und abonniere noch den Kanal. Und wenn du richtig gut drauf bist, zimmerst du noch die Glocke rein. Also, lass es dir gut gehen. Bis den Dansen.